Granato, Jere Bastardo, Waffengulo! Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Sache mit der Times, da hieß es ja, dass schon am 10. Juli... Was gibt's zu lachen, Chat? War alles Originalhymne. Was gibt's zu lachen hier? Juli, also eine Woche vorher. Hat die sich übel versprochen? Da hieß es ja, dass schon am 10. Juni, also eine Woche vorher, wir schalten live nach Amsterdam zu unserem Außenreporter Marcel Ehre. Wer macht den nächsten Step in die Schachtel? Warte. Oh nein! Junge, also sich da an der Seite zu stehen und lustig zu machen, das feiere ich ab! Da an der Seite zu stehen und sich drüber lustig zu machen, ist einfach geil. Ey, Kinders, nichts ist schlimmer, als in die Scheiße zu treten. Mein erstes Mal Scheiße treten hatte ich im Erlebnis 2012. Da fahre ich nach Maaskantje, weil ich habe den Film gesehen, New Kids on the Blocks. Ihr kennt den Film, du kleine Fickschnitze. Ihr kennt den Film. Ich fahre dahin, komme genau an dem Spielplatz an, wo dieser Grill ist, ne? Dieser Grill, der Originalgrill, diesen Spielplatz gibt es in Maaskantje. Den Ort gibt es wirklich. Ich, Wohnmobil hatten wir auch. Wohnmobil. Ich, ja, ich bin da. 22 Uhr, ja, Tür auf. Flatsch in die Scheiße rein. Wäre ich nie vergessen. Lacoste-Schuhe an, die echten. Lacoste, wirklich, mit Klettverschluss, weil kein Bock auf Binden, bisschen faul. Die Schuhe rein und in den Mülleimer vom Spielplatz. Ich hab die Schnauze voll von dem Film. Nu geht Nitro, Nitro. Isa, warum gehst du auf? Ich hab gedacht, wir gehen noch in die Zone. Der Termine. Ah, die geht ins Kino mit einem Kumpel. Auf welchen Filmen? Oh, tut mir auch leid. Sag ganz ehrlich, Chat, da tut mir Sascha auch wirklich leid, echt, ohne Scheiß. Im chemischen Prozess ist das Rosten zurückzuführen. Oxidation. Nein. Auf welchen chemischen Prozess ist das Rosten zurückzuführen? Oxidation, sag ich. Oxidation. Trimax, vom Problemschüler zum Topstreamer? Ich war kein Problemschüler. Meldet sich 2 Jahre lang überhaupt nicht. Das stimmt. Als einziger im ganzen Jahrgang muss er deshalb ein Stickerheft führen. Ja. Pro Woche soll er sich... Ja! ...in jedem Fach 3-mal melden. Ja, das war sogar Sternchensticker. Auch bekannt als Trimax. Bist du aus 140 Kilo? Ja, aber seid doch froh, dass sie nicht die 180 Kilo der Wahrheit entsprechend gemacht haben. Oh, no. 2016 erscheint das Handygame Clash Royale. Aber wie sah das Leben des Hamburgers vor der... Sag doch mal ganz ehrlich, das könnte auch... Clash Royale. Das könnte aber auch ein anderer sein, oder? Aber wie sah das Leben des Hamburgers vor der Bromance mit Montana Black? Oder Marcel! Wie schießt du denn auf? Du Lippenstift drauf! Oh, Baby! Alter, wer malt denn diese Bilder? Der kleine Marcel Ehres. Zollbitte zu Kasse 1. Dankeschön. Was ist das für eine Hand? Das war einer der aufstrebendsten Kriminellen der 90er Jahre. So sahen die aus der Nutella-Bande Hamburg. So sahen die aus. Danke für die gegifteten Subs, Arne Banane. Alter, hungriger Mann. Normaler Tag eines GTA-Cops. Hallo? Nani? Hallo? She from Italia. Why are you running? Mein Schocker ist leer. Das heißt, wir müssen das jetzt anders regeln. Was ist Seitan? Im Grunde sowas wie Tofu, nur geiler. Andere Leute spielen Pokémon Go, wir spielen Rentner Go. Aber natürlich nicht, um die Rentner zu fangen, sondern wir stellen ihnen halt bloß Fragen. Entschuldigen Sie? Warte mal, erstmal, wer sind die? Was, sind das YouTuber? Wer kennt die? Wer spielt das? Atlasson ist das. Ist das der René, ja? Krass, Alter. René, Alter. Lange nichts gehört. Ey, gar nicht mehr. Ich wusste gar nicht, dass der noch was macht, dass der noch am Start ist, ne? Was halten Sie von dem Wetter heute? Das ist doch wunderschön. Ja, Pokémon, wir sind keine Pokémon. Sie sind keine Pokémon? Nee. Was machen Sie denn bei dem schönen Wetter? Was machen Sie? Leute anquatschen. Wirklich? Ja, das ist. Ja. Ja, das waren ein paar Prachtexemplare. Guter Mann, wo kommt man hier zum Bahnhof? Ja.
Danke. Der Autismus schiebt aber ganz anders. Was für nicht mal 900 hat man so. Oh, laka, laka, la. Bam! Der kann's, ne, Chat? Was tippt ihr? Mal in der Grundschule einen Breakdance-Kurs gemacht? 921, Chat, sag ganz ehrlich, das ist krank. 921 ist wirklich, da sagt jeder Jahrmarktboxer, bist ja gut. Du gut, mit Feuerzeug, fake. Du Feuerzeug kämpfen. Du Feuerzeug in Hand kämpfen. Wo ist eigentlich Nikos neues Studio? Ist das das Büro und die haben einfach Vorhänge gemacht, ne? Sieht mir nach Büro aus, kann es sein? Nach ihrem Büro in Stuttgart, ne? Ist das der Hugo vom hungrigen Hugo? Ja, ist bestätigt. Call Hugo. Ja, wir können anrufen, ich hab die Nummer. Bist du wirklich das Kind aus dem Spot? Das bin ich. Wie kommt das? Hat dich deine Mutter dahin gezwungen? Ich bin einfach hingegangen zum Casting und dann war ich da. Ultra krass. Wie kamst du da? Verstehe ich nicht, was daran jetzt witzig sein soll. Also Hugo Blatt. Was soll daran jetzt witzig sein? Ach so, weil ich ihn interviewe, ne? Ach so, weil er am Telefon ist, ne? Stimme zeigen bleibt. Bisschen flexi, dies, das, bisschen sich zeigen, sich hören, gell? Na ja, klar. Ich wollte auch immer so ein Kind in der Werbespot sein. Wer eine Frage hat, jetzt nochmal kurz. Drei Fragen würde ich nehmen an Hugo. Woher kommt der Name Hugo? Ah, also ich glaube, manche wissen schon, aber der Name kommt tatsächlich aus South Park. Kennst du die Serie? Natürlich South Park mit wer hat Kenny getötet? Ja, genau. Da war einmal so ein kleines afrikanisches Kind und den haben die Hungriger Hugo genannt. Alter, diese Antwort. Ich weiß noch, wie er diese Antwort am Telefon gibt und denke mir, Bruder, ob das jetzt so guter Humor ist, der hier gut ankommt? Sag mal ganz ehrlich, wer versteht es? So ein Humording ist das, ja? Mhm. Gut, nächste Frage. Geil, wer schickt dir das zu? Woher holst du den Content? Ja, also das mit dem Zuschicken, jetzt tut mir leid an den Chat und an die Leute, aber die meisten Zuschauer schicken eigentlich nur Scheiße. Also, woher nimmst du das Recht, den Content von anderen Leuten zu nutzen? What's gonna be the key in the next game you have? Play very different. It's very important to. Er hat mich echt aufgelegt. Also ich kann sagen, an der Stelle ohne Scheiß, an der Stelle war Hugos Video einfach fake. Save everything hinten. Behind. Yeah. 800 Global Series Points, $15,000. Sagt er. Monte nach Amsterdam Urlaub endlich wieder am Streamen. Er hat den Chat bestimmt vermisst. Hab seit 3 Tagen übelst Durchfall. Jetzt schmeckt mein Toast noch viel besser, danke dir, Digga. Jetzt fehlt nur noch der Typ, der immer spendet und fragt, was mit dem Reddit ist. KOC mit dem Zweiter, aber Monte, wie läuft's mit Reddit? So eine Nervensäge, Alter. Guten Abend, Harry, ist schon in Planung, wann der Reddit am Start geht. Real Talk, ich werde deine Donation einfach nicht mehr vorlesen. Nee, hey, wer ist ready, Alter? Wer ist das? Verstehe ich nicht, den Humor. Also, verstehe ich nicht, was das Ding, verstehe ich nicht. Wer ist das? Um was geht's da? Habe ich nicht verstanden. Er stellt immer dieselbe Frage, der kleine Hoden-Kobold. Die Maske hilft ja nur dabei, falls ich es habe, dass ich keine anderen Leute anstecke. FFP2 schon? Ach, keine Ahnung, was das ist, Bruder. Ich habe meine Stoffmaske getragen. Da blickt man auch nicht mehr durch mit den ganzen Masken, sag ich euch ganz ehrlich, Digga. Ruhe! Junge. Alter, das ist doch unheimliche Phänomene TLC. Hält der Steine, Alter? Wie kann man so gucken? Das ist ein Kinderkanal? Ist das für Kinder? Junge. Er guckt aber auch wirklich auf jeden Bild gleich. Das ist so geil. Haben die englischen Fans mit dem Laserpointer Schmeichler abgelenkt. Echt? Warte mal ganz kurz, jetzt muss ich einmal gucken. Welcher? Bruder, Alter, wie das Video schon startet, guck's dir an. Was ist denn jetzt los? Warte mal. Ich hab irgendwas verstellt. Krieg's nicht eingestellt, Ruhe jetzt, scheißegal. Zu dünn geworden, scheiß Diät. Ich steck nicht im Stuhl fest. Was zu dick?
bei dem Anfang des Videos zu krass, wie er die Augen aufreißt. Ich glaube, ich kenne das ja. Das ist so ein Kamerading. Du weißt, du bist jetzt on air, dann bist du so ein bisschen, ich bin on air. Wisst ihr, wie ich meine? Krass, Alter, da hat er auch einen Blick drauf. Diese Zusammenschnitte, geil. Ich habe Post bekommen. Ist das nicht großartig? Richtig. Praktisch zum Jahrestag. Eine Woche zu spät zugegangen. Alter, und wenn er anmacht, so ein Süßer, ne, Chat? Sagt ehrlich, so ein Süßer. Okay, ruhig, weiter geht's. Echt? Hab ich gar nicht mitgekriegt. So. Auch als er seinen Job als Pizzabote und das Studium hinschmeißt, obwohl er mit YouTube zu dem Zeitpunkt gerade mal 20 Euro im Monat verdient. Wieso ist sogar 20 Euro im Monat, Alter? Was? Ich verdiene 20 Euro im Monat und schmeiß das Studium hin. Ich habe gar nicht angefangen zu studieren, als ich meine ersten 3 Euro auf dem Flohmarkt gemacht habe, ne? War das? Was ist denn mit 20 Euro im Monat das Studium hin, Digga? Wer glaubt das doch? Was ist, wenn das jetzt irgendein 50-Jähriger sieht und sich denkt, oh, ich verdiene jetzt 20 Euro mit Stream, scheiß auf studieren. Eben hat mir ein Student geschrieben, ich kann mir 30 Euro im Monat nicht leisten. Dann bricht dein Studium ab. Also, Bugatti uses ja! its own crash to- Da dran ficken wäre geil. Erzählt mir jemand, der noch nie gefickt hat. Wenn du denkst, da drin ficken ist geil, Digga, dann glaubst du auch noch an den Weihnachtsmann. Oh, was hast du denn da für einen tollen? Die kenne ich doch, die Hexe. Ey, ist eigentlich so unglaublich. Meinst du, meine Mutter weiß, dass sie in solchen Videos drin ist? Das weiß die gar nicht, ne? Das schnallt die gar nicht, ne? Wenn ich zu ihr sage, du bist beim hungrigen Hugo drin, wird die sagen, fütter den mal. Was für Hungriger? Gibt dem keiner was zu essen oder was? Warum? Das kann doch nicht sein. Ist der so dünn? Ist das so ein dünn? Der soll mal bei mir in die Familie kommen 3 Wochen. Dann übergewichtig. Sollen wir mal testen? Ich schwör's dir. Ohne Mist, die weiß gar nicht, wer das ist. Wir testen mal. Mutter! Ja? Du bist beim hungrigen Hugo im Video. Beim hungrigen Hugo? Okay, hallo Hugo. Weiter, sag noch was. Was fällt dir dazu ein? Ja, geht's gut? Hungriger Hugo. Wer ist denn das? Hungriger Hugo. Hungriger Hugo. Ja, ich bin die hungrige Ida. Alles klar? Wo bist denn du hungrig? Ach, ich bin immer hungrig. Menschenskind, hungriger Hugo, Mutter. Was fällt dir dazu ein? Hungriger Hugo. Hungriger. Hungriger Hugo, was fällt mir dazu ein? Nix. Hungriger Hugo. Was heißt hungriger Hugo? Deutsche, schwer Deutsche, schwer Deutsche, Deutsche. Hungriger, Hugo, hungriger! Ha, hungriger, wie essen, oder? Hunger. Hungriger, ja. Ah ja, sag ich doch, hungriger Hugo. Was fällt dir dazu ein? Nix. Hungriger! Hungriger, was ist hungriger Hugo? Hungriger Hugo! Was soll mir da einfallen? Hungriger Hugo, hungriger Hugo. Hungriger Hugo. Hungriger. Hungriger, wie ich hab Hunger, oder? Ja, hungriger. Und jetzt, was fällt dir dazu ein? Hugo, gibt's doch einen Schnaps? Das ist dein Mann, mein Vater. 3 wunderschöne. Warte mal. Das ist dein Mann, mein Vater. Wer soll das hier unten sein? Wer ist das denn? Wer ist denn der hier unten? Das bin nicht ich. Ohne Scheiß. 3 wunderschöne Menschen in einem Bild. Das ist der Rainer. Ich mag lieber griffige Leute wie einen Hungerhaken. Ich bin besser als du. Mein Leben kann man ein bisschen mit dem Tod von Jesus vergleichen. War es auch in Amsterdam so geil sein? Ja, Suchti. Ich war mit meiner Freundin im Urlaub und so abends habe ich dann zu ihr gesagt, du Schatz, ich hab keinen Bock, dich jetzt zu f***en. Ich fahr jetzt im Puff. Hat sie gesagt, okay, alles cool. Dann hab ich den Puff getestet. Macht Sinn, okay? Das werde ich jetzt auch ausprobieren. Nee, das probiere ich lieber nicht aus, ne? Alter, ich lieb den. Sag ehrlich, Chat. Ihr liebt den auch, ne? Ohne Scheiß, Alter. Ohne Scheiß. Immer besser. Bro! Alge.